In Niger ist das Ultimatum der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS an die Putschisten zur Wiedereinsetzung von Präsident Mohamed Bazoum ergebnislos abgelaufen. Kurz vor Verstreichen der Frist befahl die Militärjunta die Schließung des Luftraums über Niger. Online eingesehenes Material des Anbieters FlightRadar24.com zeigte am Sonntag einen Himmel ohne Flugbewegungen über dem Land. Die Putschisten um General Abdurrahmane Tiani dürften mit der Schließung des Luftraums ein militärisches Eingreifen der Nachbarstaaten aus der Luft verhindern wollen. Genau das nämlich hatte die ECOWAS angedroht, sollte das Ultimatum zur Wiedereinsetzung ergebnislos verstreichen. Der italienische Außenminister Antonio Tajani rief die ECOWAS dazu auf, das Ultimatum zu verlängern. Die Putschisten ließen ihre Machtübernahme am Sonntag im Nationalstadion von Niger in der Hauptstadt Niamey feiern. Tausende folgten dem Aufruf, so auch dieser Mann. Ziel der Demonstration ist es, der ganzen Welt und der internationalen Gemeinschaft zu zeigen, dass wir zu 100% hinter denen stehen, die die Macht übernommen haben. Sie haben die Unterstützung der Bevölkerung. Das hier ist unser Beitrag, den wir leisten können. Ein Vertreter der nun von der Armee geführten Regierung betonte während der Versammlung im Nationalstadion, die Junta sei entschlossen, von nun an die Zukunft des Landes zu bestimmen. Es war bereits der 7. Staatsstreich in West- und Zentralafrika innerhalb von 3 Jahren. Präsident Mohamed Bazoum ist weiter inhaftiert. Beobachter befürchten nun, die Junta könnte sich Russland zuwenden und tatsächlich auf militärische Hilfe der Wagner-Miliz zurückgreifen. Auch ein Eingreifen islamistischer Terrorgruppen schließen Experten nicht aus.